Hallo und herzlich willkommen hier zur zweiten Folge hier bei Kettle und Cops. Ja, wir machen beim Szenario weiter. Grasmähen. Mal sehen, das Feld ist ja fast durch. Was dann kommt, ne? Das weiß ich nicht genau. Wahrscheinlich wieder Grasmähen. Ich weiß aber nicht. Muss ich. Ich hab's noch nicht gespielt, ne? Kann's nicht voraus sein. Das Szenario bekommt man Ende XP-Punkte und die brauche ich näher für die Karriere. Nebenbei können wir noch was lernen, ne? Weil das ein Tutorial enthalten ist. Aber für dieses Szenario hatte ich das Tutorial vorher fertig gemacht. Ne? Für das nächste Szenario müsste ich noch Tutorials erledigen. Ne? Aber das wird dann auch noch kommen. Im Laufe der Zeit. Ich weiß nicht genau, wie lange es dauert. Es ist mir jetzt, ich habe Zeit nicht im Kopf, aber es dauert sicherlich etliches, also zeitmäßig gesehen. Ne? Mähen und dann später sicherlich warten, überbrücken und dann nachher, wenn es heu werden soll, so wenden, zettern, ne? Und dann nachher schwatten wieder, sicherlich, bestimmt. Dann einsammeln. Entweder Ballen pressen, das mal, ne? Wäre mal eine Abwechslung. So Heuballen. Oder Silageballen. Silageballen, bei der kleinen Menge würde ich eher Silageballen machen, weil dann Silo kriegst du ja gar nicht voll, ne? Dann war hier nichts. Klein Mini-Weg hier. Na, kriegen wir alles mit? Ne, nicht ganz. Fast. Na, da vorne sowieso nicht, aber... Da müssen wir mal ran hier, die Bahn. Geht aber so schneller als im Kreisfahren in der Mitte. Eckig im Feld und dann Kreisfahren. Da müsste quadratisch sein, da wird es vielleicht gehen. Aber auch nicht ganz, weil dann die Ecken wiederum... der hintere Teil mal sehen, wo wir hinfahren müssen. Eine Runde fahren wir auch noch sicherlich, also ganz vorne kriegen wir nicht alles mit. Das ist gemein. Das ist halt so, ne? Wir fahren ja nicht mit GPS, wir fahren ja alles bei Schnauze. Ups. Ja, Tastatur ist ein bisschen ungünstig. Ja. Fahrerzeugs. Oh, zum Hof. Ich dachte schon, wir sollen mehr machen hier an Wiese. Ja, dann machen wir gleich den Rest mit. Ist ja gleich erledigt. Das Mal haben wir aber fast alles geschafft, ne? Bevor wir nachgefahren, das nächste. Aber wir machen hier auch den Rest fertig, ne? Das wird meist jedenfalls. So. Gut. Okay. V, X. Oh. So. Ja gut, den Rest da. Was geht, ne? Die Richtung? Jo. Ein bisschen eine andere Gegend kennenlernen, ne? Na, das ist am Hof gegenüber, glaube ich, wo die Viehweide ist. Denke ich mal, ne? Oder? Nö. So anderes. Da doch, ist die Viehweide. Das ist so am besten, wenn Tiere draußen auf der Weide sind.
Aber auch da muss es entsprechend regnen, ne? Sonst wächst auch kein Gras nach. So. Gehe da zum Haus hinstellen? Nö, ne, wir fahren mal in die Garage rein, ne? Oder beziehungsweise Unterstand. Irgendwas kommt garantiert jetzt. Das Mähwerk brauche ich auf jeden Fall nicht. So. Oh, die Perspektive, das wird besser. So, gehen wir zum Haus, was das jetzt von mir möchte. Bestimmt wird Zeit mehr spulen. Super, du hast jetzt schon die zweite Fläche, hast schon die zweite Fläche geschafft. Nun musst du einen Tag warten, damit die beiden Gras vielleicht etwas trocknen können. Und dann kannst du das Gras mit beiden Fällen auch gleich gewendet werden, damit es gleich mit trocknen kann. Weiter. Er macht das gleich für mich zum Schlafen. Oh, jetzt wird gewendet. Fahre mit dem MB-Truck und gewende zum ersten Grasfeld. Wo ist er? Das ist ja kein MB-Truck, das ist ja der andere, ne? Wo ist er? Wo ist er versteckt? Hier drinne? Wäre nicht logisch, ne? Wo ist der MB-Truck? Ich habe den extra da reingefahren, Unterstand. In der Garage. Das kann aber nicht sein, da war noch keiner. So. Damit du etwas Aufwand sparst und das nicht extra abgebaut werden, damit du etwas Aufwand sparst und das Mehl nicht extra abbauen muss, wechselt am besten zum Betten in den MB-Truck, der in der Maschinenhalle steht. An den muss der Wender ein Glas Volto 80 noch an der Hydraulik angebaut werden. Dann kann es losgehen. Jo. Fahre zum ersten Grasfeld. Ist aber ein kleines Tor. Schon gegen die Tür gefahren. Also große Geräte passen da nicht rein. Wenn man zum Wetten, da geht es ja einigermaßen, ne? So, Fahrer zum ersten. Wiese. Ich meine, Aufwand ist ja nicht lang groß, ne? Q-Taste und fertig bist, ne? Aber. Wie gesagt, na gut. Die Wiese machen wir nicht, ne, Heu oder Silage. Dann werden wir jetzt, ne? Oh, das Schild ist nicht. Es hat leider Widerstand. Da kommt ein Auto. Zu spät. Hat nicht gebremst. Jetzt langsam wieder andere. Aber wenn ich wüsste, wo noch liegt meine Lenkung. Ich habe schon kalibriert, alles gemacht, trotzdem geht's nicht. Die Lenkung ist für mich schon wichtig. So, ich komme hier ran. Nee. Damit das Heu möglichst schnell trocknen kann, musst du es wenden. Je größer die Oberfläche des Gras ist, desto schneller trocknet es. Temperatur haben wir aktuell 12 Grad, aber sieht schlecht aus. Früh 10 und so, sehr spät, also trotzdem recht kühl. Beim Wenden kannst du ganz normal zunächst außen herumfahren und schnell die ganz und anschließend die Langbahn. Echt achte nur darauf, dass möglichst wenig Gras doppelt wendest. Da sonst das Gras beim ersten Mal hin und beim zweiten Mal zurückwenden wird. Zumindest sollst du dich aktuell
Zunächst sollst du dir die aktuellen Feuchtigkeitswerte ansehen. Achso. Soll ich auch noch machen, ne? Junge, die Hose sieht aber komisch aus, du. So, das war alt gewesen, ne? Das machen wir weg. Das sieht noch nicht toll trocken aus, ja. So alt. Ja, wir haben sehr hoch, bis ja 70% im Schnitt. Leicht drüber sogar. Naja, das kann man mit bloßem Auge erkennen, ne? Ich sage nur, das ist technisch gesehen Blödsinn. Ich muss sowas anfassen, dann weiß ich das. So, okay. Wir werden einmal ausklappen. Dann werden wir das entsprechend mit GPS fahren. Die Außenbahn ist mir in dem Augenblick, naja, ich sag mal so. Also nicht Nuppe, sag mal so. Aber ist ja so, bei der kleinen Fläche willst du erst außen fahren, ne? Das ist ja im Grunde Blödsinn, ne? So. Automatik. Dann B. V. T. Ich meine, das sind mächtig, aber gut, der Textur ist halt so, ne? Wir werden mal. Das ist nicht optimal eingestellt. Oder lad mal so. Wenn wir zurückfahren, wenn wir entsprechend anders fahren. Müssen wir Gas geben. Das war. Naja. Mit 10 km/h, 12. Ich weiß nun gar nicht genau, wie das ist. Ich finde das auch ziemlich schnell. Er schon wieder will. Kennen wir doch alle schon. Mit dem Wetter. Das muss ich mir auch schon angucken, bevor ich überhaupt loslege, ne? Sonst habe ich da ein Problem. Ja, also wenn ich Heu machen will, dann muss ich gucken, bevor ich mit dem Mähen anfange, ne? Das ist nicht zu spät. So, B, V. Zweiten Gang ist ungefähr, ne? Und vorwärts geht hier. Ja, es soll trocken sein, das ist richtig. Das Holz machen und das Wetter passen. Die beste Qualität erreichst du über mehrere Tage sehr sonnig und dann trocknet es halt gut. Das stimmt. Aber man muss sich beschäftigen und es ist zu spät. Jetzt brauchen wir nicht mehr gucken, jetzt schon gemäht. Entweder oder, ne? Grasmähen muss man vorschauen und nicht hinterher. Machen wir hoch. Nehmen wir nächste Bahn. Die Bäume gefallen mir hier nicht. Das ist ein Wenden recht ungünstig. Aber gut. Muss so einen Kauf nehmen, ne? So. Lenkt zum Glück GPS. Sonst könnte ich keinen Unterschied erkennen. Anführungszeichen. Wie gesagt, 12 Grad ist ganz schön wenig. Und April? Oh, viel ein, das wird früh. Ich habe immer früher im Mai trocken Heu gemacht. Natürlich verschieden, je nach Region, ne? Bin hier zu Hause im Norden, also bin später reif. Oder beziehungsweise wo man mähen könnte, ne? Hier ist im Süden ein bisschen anders, als ein bisschen früher. Teilweise. Ja, da muss aber auch Regen gefallen sein, sonst wird das auch nichts, ne? Muss man mal zusagen.
Wenn der März recht trocken war, dann mit April mit mir nichts. Das wächst ja gar nicht. Wenn der Winter auch noch trocken war, dann ist es ganz schlecht, ne? Das kommt leider auch mal vor. Dieses Jahr war dann, ich glaube, der April, der März sehr trocken. Hat den Bauern gar nicht gefallen. So. Aber Wetter kann man sich als Bauer nicht aussuchen, ne? Das ist ja so, wo man so nicht mit ist, ne? Bin noch gar nicht fertig, Kollege. Erst für so früh dran, ne? Muss man mindestens noch eine Bahn wenden. Ja, dann werden wir fertig, mal Straßen klar. Na, die Feuchtigkeitswerte sind ja jetzt richtig nebensächlich normalerweise. Das muss ich jetzt wieder einen Tag stehen lassen normalerweise. Denn ist ja nicht in der Zeit nicht viel trockener geworden, ne? Durchs Wenden. Durchmischt, ja, das ist es, aber trocken ist es deswegen nicht. Na, rückwärts fahren, Junge, rückwärts. Das will er nicht, das gibt's doch gar nicht. Wie so ein Vogel. Der piept. So, sind wir mal bei Flower. Indem wir jetzt gleich mal. Ach, kann sein, wie ein Tempomat, das hat er gleich vorne. Nach vorne lenken soll. Das kann sein. Was daran liegt. Also links, das lasse ich auch liegen. Das ist auch war schon trocken, ne? So. Dann schauen wir gleich die Fläche an. Das passt. Und dann geht es zum nächsten Feld. Aber das machen wir in der nächsten Folge, ne? Ich fahre da kurz rüber und dann nehmen wir mit. Also die Fläche, ist ja größer, glaube ich sogar. Ungünstig, aber ist leider so. 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 B und X. Ah, es kann sein, dass das Ding links, rechts, nach außen sein soll. Ah, das kann natürlich sein. Wir gucken nach der Fläche, ne? Das macht er alleine. In dem Fall fällt es eh nach hinten. Mit der Maus kommt man nicht klar. So, dann gucken wir wieder rein, bei der 16, ne? Und zwar mit Alt. Ja, dichter rangehen. Wie gesagt, hatte vorhin bei 69 gehabt, jetzt bin ich bei 70%. Hat sich nicht viel geändert. Ich muss halt noch einen Tag stehen, ne? Und ich schaue, das soll es dann für heute gewesen sein. Dann seid mal tschüss und ciao, ciao. Ja. Und schon danke fürs Reinschauen. Morgen geht's hier weiter. Hier im Kettle und Kopf. Tschüss.